Herzlich willkommen heute zum 9. Teil der Serie Die 12 größten Fehler beim Businessplan. Heute geht es um das Thema der Steuern. Nicht umsonst heißt es im Volksmund, es sind nur zwei Dinge, die wirklich sicher sind. Das eine, das ist der Tod. Das andere sind die Steuern. Du wirst also Steuern so oder so zahlen, auch wenn du ein oder zwei Jahre die verschleierst oder vergisst. Im dritten oder vierten Jahr, spätestens im fünften Jahr, gibt es eine Prüfung und du wirst nachzahlen. Und deshalb scheitern leider auch viele Unternehmer, viele Gründer im zweiten, dritten oder im vierten Jahr, weil sie hier Fehler gemacht haben. Und darauf achtet natürlich der Leser auch deines Businessplans. Sind alle Steuern vorhanden? Sind sie korrekt berechnet? Und ist das Unternehmen dann auch noch tragfähig oder rentabel? Welche Steuern werden häufig vergessen? In der Regel ist es die Einplanung, zum Beispiel der Umsatzsteuer oder, wenn du Produkte aus dem Ausland einkaufst, der Einfuhrsteuern oder Abgaben, die damit verbunden sind. Letztendlich ist es aber auch so, dass du für deine Mitarbeiter nicht nur Nettolöhne bezahlst, sondern auch die Sozialversicherung und auch die Lohnsteuer. Und die Frage ist, ob du dann noch attraktive Gehälter abbilden kannst. Und wenn du schließlich Überschüsse erwirtschaftest, dann fallen bei einigen Rechtsformen sofort Gewerbesteuer an, bei anderen erst ab 24.500 Euro. Und wenn du hohe Fremdkapitalbeträge aufnimmst, also Schulden machst, Darlehen aufnimmst, dann wirst du die eines Tages auch tilgen müssen. Allerdings denke auch daran, dass deine Tilgung im dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Wirtschaftsjahr keine Kosten, keine Ausgaben in dem eigentlichen Sinne darstellen, denn diese entsprechenden Mittel wurden ja schon verwendet für die Anschaffung von Gegenständen oder von beispielsweise laufenden Marketingkosten. Das heißt, die Rechnungen wurden früher gestellt. Das bedeutet also, die einfache Entnahme für die Tilgung muss zuvor aber auch die Bedienung der Steuern auch berücksichtigt haben. Mach dir auch genau Gedanken, ob du eine Einzelunternehmerfirma gründen möchtest, wo alles versteuert wird, was übrig bleibt, oder ob du lieber eine Kapitalgesellschaft gründen möchtest, wo dein Geschäftsführerlohn als Betriebsausgabe absetzbar ist. Dafür aber wiederum wirst du sofort Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer ab dem ersten Euro Gewinn auch zahlen müssen. Und wenn du darüber hinaus noch Entnahmen aus der Firma geben willst, ausschütten willst, fällt auch die Abgeltungssteuer ein. All diese Steuern müssen in deiner Planungsrechnung integriert sein. Also der Businessplan enthält bereits alle Steuern und deckt dann auf, ob das Unternehmen dann noch tragfähig und rentabel ist. Und bitte mach nicht den Fehler und versuche, dein Unternehmen irgendwie ins Ausland zu verlagern und scheinbar Steuern zu sparen. Denn dann hast du eine ganze Reihe von anderen Pflichten und vielleicht auch Kopfschmerzen. Und wenn du einen Fehler machst, nun, dann wirst du das Geld mindestens zurückbezahlen oder wie andere prominente Größen eine Zeit noch gesiebte Luft atmen. Meine Empfehlung wäre, setz dir auch bei der Businessplanerstellung das Ziel, im dritten oder fünften Wirtschaftsjahr 1 Million Steuern zu zahlen. Denn dann hast du unter dem Strich auch 1 Million Steuern für dich. Wenn du bei der Erstellung deines Finanzplans auch die Sicherheit haben möchtest, dass alle Steuern korrekt integriert sind und dein Unternehmenskonzept immer noch tragfähig und rentabel ist, dann lade ich dich ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unterhalb des Videos. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum 10. Teil unserer Serie Die 12 größten Fehler beim Businessplan.